Unter der Sonne von Juliana Horatia Getty Ewing. Es war einmal ein Bauer, der war sehr habgierig und geizig. Und in allen Angelegenheiten gab er nicht eher Ruhe, bis die anderen nachgaben. Dass er selbst niemals etwas verschenkte oder verlieh, das versteht sich von selbst. Durch das jahrelange Geizen und Knausern hatte er sich einen gewissen Reichtum erworben, wobei er sich jedoch nicht besser kleidete und besser aß als irgendein armer Schlucker. Am meisten ärgerte ihn aber dennoch der Erfolg des Nachbarn, dessen Bauernhof sich weitaus besser entwickelte als sein eigener, und das, obwohl der Nachbar ein sehr großzügiger Mensch war. Auf dem Land des großzügigen Bauern, dessen Name Schönwetter war, lebte zu jener Zeit ein Elf. Der wettete, dass er es schaffe, von dem neidischen Bauern etwas auszuleihen und dabei sogar noch ein gutes Geschäft zu machen. Also ging er eines Tages zu dessen Haus und fragte ihn, ob er ihm freundlicherweise 3 Kilo Mehl für einen Kuchen leihen könne. Außerdem bat er den Bauern um eine Tasche, um damit das Mehl nach Hause zu tragen, und versprach, sie sauber und in gutem Zustand zurückzubringen. »Schau an«, sagte der Bauer zu seiner Frau, »wer wollte schon bei 3 Kilo Mehl kleinlich sein, wenn man damit ein Vermögen machen kann? Mein Großvater erzählte mir mal von einem Mann, der einem dieser Elfen einen Sack voll Hafer geliehen hat und den Sack gefüllt mit Goldstücken zurückbekam. Sie hatten ihm den Hafer mit Gold aufgewogen.« Mit diesen Worten ging der Bauer mit einem Leinsack zum Mehlkasten und begann, den Sack zu füllen. Der Elf hatte sich ans Fenster der Speisekammer gesetzt und rief, »Ja, mach uns den Sack nur voll, Nachbar, und du sollst dir etwas unter der Sonne wünschen können. Irgendetwas.« Als der Bauer das hörte, geriet er ganz aus dem Häuschen, und seine Hände zitterten vor Begeisterung und vor Habgier, so dass er einiges Mehl auf dem Boden der Speisekammer verschüttete. »Vielen Dank, guter Mann«, sagte der Bauer, »das ist ein fairer Handel, und ich willige gern ein. Meine Frau hört uns, ja, die ist Zeugin. Frau?« »Frau«, rief er und rannte in die Küche, »ich soll mir was unter der Sonne wünschen. Ich glaube, ich würde mich für das Grundstück unseres Nachbarn Schönwetter entscheiden, aber ich muss eine ganz, ganz kluge Entscheidung treffen.« »Du hast eine Woche Zeit, darüber nachzudenken«, sagte der Elf, der ihm ins Haus gefolgt war. »Ich muss jetzt gehen, also gib mir das Mehl und komm dann in 7 Tagen um Mitternacht in die Berge hinter deinem Haus.« »Dass ich es dir 7 Tage lang ausleihen soll, das hast du aber nicht gesagt, oder? Dann erwarte ich etwas mehr zurück. Also Zinsen nennt man das, guter Mann.« »Und was erwartest du?« fragte der Elf. »Och, das kannst du gern selbst entscheiden«, sagte der Bauer. Die folgenden 7 Tage fand der Bauer keine Ruhe. Denn er überlegte immer wieder, wie er aus seinem Wunsch möglichst viel herausschlagen könnte. Nach einer Woche schlafloser Nächte und banger Tage besann er sich auf seinen ersten Gedanken und beschloss, sich das Grundstück seines Nachbarn zu wünschen. Endlich kam die Nacht. Es war Vollmond und der Bauer schaute sich nervös um, weil er fürchtete, dass der Elf sich nicht an die Abmachung hielte. Aber genau um Mitternacht erschien der mit einem sauber zusammengefalteten Mehlsack in der Hand. »Es bleibt bei unserer Abmachung«, sagte der Bauer. »Ich darf mir etwas unter der Sonne wünschen.« »Sag deinen Wunsch«, antwortete der Elf. »Ich möchte das Grundstück meines Nachbarn Schönwetter«, sagte der Bauer. »Das gesamte Land hier unten, das an dein Land angrenzt?«,
fragt der Elf erstaunt. Ja, jeden Quadratmeter, sagt der Bauer. Die Felder von Bauer Schönwetter sind im Moment unter Mond, sagt der Elf ruhig, und unterliegen damit nicht unserer Abmachung. Du musst schon was anderes wählen. Aber der Bauer fand nichts, was zu diesem Zeitpunkt nicht vom Mond beschienen wurde. Schnell wurde ihm klar, dass man ihn hereingelegt hatte. Und er war wütend auf den Elf. Gib mir meinen Sack, schrie er, und das Band und das Extrageschenk, das du versprochen hast, denn ein halber Leib ist besser als gar kein Brot, so murmelte er. Hier, iss dein Sack, schrie der Elf und stülpte ihn über den Kopf des Geizhalses. Als Schlafmütze ist er sauber genug. Und hier ist dein Band, fügte er hinzu und band es um den Hals des Bauer. Und dann gebe ich dir von mir noch das, was du verdienst. Und mit diesen Worten gab er ihm einen kräftigen Tritt, der ihn den Berg hinunter direkt vor seiner Haustür beförderte.